Ich habe keinen Gegenstand mitgebracht, aber ich könnte einen mitgebracht haben, wenn ich mich besser vorbereitet hätte, weil leider, wir wohnen hier auf engem Raum, hier wohnen auch sehr viele verrückte Menschen und mir sind irgendwie nur Mordfälle eingefallen, ehrlich gesagt. Ja, also der erste Mordfall war, da hat ein Babysitter unglücklicherweise in der Bertramstraße sein betreutes Kind irgendwie in die Waschmaschine gesteckt. Da hinten, wo ich sagen würde, das ist Dorfkalk, also in Humboldt-Gremberg, da hinten, wo die Grenze ist, also wo es irgendwie eigentlich noch so ganz dörflich und schön ist, im Gegensatz zur Kalker Hauptstraße, wo ich finde, es ist eigentlich nur potthässlich. Entschuldigung, ich will niemanden beleidigen. Da auf der anderen Seite eben bei dem Park, wo wir früher auch Ausstellungen gemacht haben, Pulvermühlenpark, da hat eine Frau irgendwie, die war behindert und kleinwüchsig, in der Tiefkühltruhe irgendwie eine Weile gelagert, bevor sie umgebracht worden ist. Ja, drei Leute sind allein in der Gottfried-Meyer-Straße umgebracht worden. Es hieß, ein afrikanischer Mann hat seine Frau umgebracht. Ich weiß nicht, ob noch Kinder im Spiel waren. Dann gab es vor nicht allzu langer Zeit auch einen Schuss, den wir alle gehört haben, als wir nach der Quaggerwerk-Probe draußen standen vor 3-4 Jahren. Da ist, das war wohl irgendwie eine Sache mit Gefängnis und jemand kam gerade frisch raus und ist dann umgebracht worden. Die nächsten Toten war diese Messerstecherei, wo irgendwie Jugendliche sich umgebracht haben. Habt ihr bestimmt auch alle mitbekommen. Ecke Breuerstraße? Ja, auf der Kalker Hauptstraße, Ecke Breuerstraße, vor dem Automaten. Aber ich denke, die heftigste Geschichte, die wir auch persönlich mitbekommen haben, war der Tod von Erol Ispir, der im Juli 1999 erstochen worden ist. Ich kannte den persönlich, ich habe Afiyet Olsun gelernt. Was heißt das? Guten Appetit. Genau, guten Appetit habe ich von Erol gelernt. Und ja, also er ist erstochen worden. Und ich habe immer dieses Bild im Kopf, dass der Mörder mit diesem blutigen Messer nämlich genau in die Kneipe gekommen ist, wo die an der die an Kalkpost ist, wo die Robertstraße hoch ist. Es muss nämlich so gewesen sein. Und dort haben sie ihn gereinigt und dann durfte er zack in die Türkei reisen. Und es wurde wohl versucht, ein bisschen Prozess zu machen später. Ich habe das noch so am Rande verfolgt. Ich wollte da eigentlich auch gerne den Prozess begleiten, aber habe es irgendwie nicht hingekriegt. Aber dieser Mensch ist halt auch nie verurteilt worden. Irgendwie sind mir halt nur die ganzen Todesfälle eingefallen. Aber einmal habe ich auch mitgekriegt, wie ein Kind gezeugt worden ist. Also gehört. Also ist ja so eng hier, ne? Ich wollte einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich glaube, hier ist schon... Ich hab halt drüber nachgedacht, bin ich jetzt froh, dass ich hier lebe? Wobei lebe ich hier überhaupt? Ich meine, irgendwie lebe ich auch ganz viel woanders und habe immer nur offene Koffer und laufe ja eigentlich immer weg. Und ich würde eigentlich wahrscheinlich eher auf dem Land leben, wenn alles ein bisschen anders gelaufen wäre. Aber in so einem satten Stadtviertel zu leben, wo überall Cafés sind für 3,50 € der Milchkaffee, ich glaube, das würde mich auch total ankotzen. So, ja. Dankeschön.